Und los! Heute bei Labs Unlimited. Vier Teams treten bei einem Staffelrennen gegeneinander an. Das wird Bombe. Die Autos krachen ineinander und katapultieren sich ins Ziel. Das schnellste Team gewinnt. Und die anderen fahren nach Hause. Das ist die Stoßstangen-Challenge. Wow! Nicht zu fassen! Was geht ab, Streckenbauer? Ich bin Jabari. Und ich bin Chloe. Willkommen bei Hot Wheels Labs Unlimited. Hier ist unser Streckenbauer für heute. Ich bin Chaz und baue eine krasse Stoßstangenstrecke. Auf die Plätze, fertig, bauen! Wow, das ist mal eine krasse Rennstrecke. Die Rampe in der Infinity-Spirale ist cool. Und auf der Kiste wird es direkt den ersten Stunt geben. Diese Abschussrampen sind die Checkpoints. Sprünge und Loopings sorgen für die nötige Action. Legen wir also los. Vier Teams treten gegeneinander an. Das mit der besten Zeit gewinnt. Die Teams bestehen aus je vier Autos, die sich in die Abschussrampen schubsen. Diese Abschussrampen lassen sich auf der Bahn verschieben. Die schnellsten zwei Teams kommen in die Finalrunde. Aber nur eine Mannschaft kann Stoßstangen-Champion werden. Legen wir also los. Als erstes startet das Team Street Wiener. Sie trainieren seit Monaten. Und sind heiß wie ein Hotdog. 3, 2, 1, los! Mann, sind die schnell! Los, 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 los! Und ab in den Fangbecher! Sehr gut, so muss das laufen. Team Streetwiener absolviert die erste Strecke in 8,86 Sekunden. Sehen wir uns die Zusammenstöße an. Streetwiener kommt gleich richtig zur Sache. Was für ein krasser Sprung! Linzer Prototype setzt Lethal Diesel mächtig zu. Und der schickt Electric Silhouette in den Fangbecher. Team Streetwiener liefert einen starken ersten Durchgang ab. Mal sehen, wer als nächstes fährt. Team Retroactive will hier um jeden Preis gewinnen. Diese Truppe ist aerodynamisch. Aber haben sie auch was drauf oder machen sie nur auf dicke Hose? 3, 2, 1, los! Wow! Er donnert in die Kurve und landet im Becher. Team Retroactive braucht 9,76 Sekunden. Das war langsamer als Team Streetwiener, aber trotzdem ein gutes Rennen. Sehen wir uns ein paar Highlights vom Rennen an. Der Wagen donnert durch die Achterschleife. Und schleudert die Absperrung in die Luft. Was für ein Stunt. Die Abschussrampe sorgt nochmal für ordentlich Geschwindigkeit. Wow, ein perfekter Sprung. HW Warp Speeder fährt sogar mit in die Abschussrampe. Und Scooper Di Fuego brettert durch die Loopings. Twinmer sorgt für ein spektakuläres Finish. Moment, was höre ich da? Ganz genau. Team Cliprod lässt schon die Motoren aufheulen. 3, 2, 1, los! Oh, verliert ihr die Kontrolle? DR3 meistert einen Looping nach dem nächsten. Und schickt das letzte Auto in den Fangbecher. Sehen wir uns die Wiederholung an. Cliprod rast durch die Loopings. Durch die Rampe hat er noch mehr Geschwindigkeit bekommen. Fast wäre er aus der Bahn geflogen. Aber er schafft den Sprung. Ja, geschafft. Die Endzeit 11,64 Sekunden. Das bedeutet Platz 3. Womöglich reicht das nicht fürs Finale. Ein Team muss noch fahren. Team Clearspeeder stylischer Look kann täuschen. Aber sie sind tough und haben echt schnelle Autos in ihrem Line-up. 3, 2, 1, los! Ein geschmeidiger Start für Clearspeeder. Es klingt sogar geschmeidig. Los, los, los! Ja, sehr gut, Team Clearspeeder. Mit einer Zeit von 9,50 Sekunden seid ihr in der nächsten Runde. Sehen wir uns das mal genauer an. Ab durch die Achterschleife! Es läuft alles total präzise ab.
Er fliegt förmlich durch die Luft. Machen wir uns also bereit für die Endrunde. Chaz wird die Strecke für unser nächstes Rennen aufrüsten. Auf die Plätze, fertig, bauen! Jo, check das aus. Chaz verbindet die Loopingbahn mit der langen Strecke. Und er hat auch noch für ein paar gute Stunts gesorgt. Team Wiener hatte die Bestzeit, deswegen fahren sie zuerst. 3, 2, 1, los! Weiter so! So was Schnelles habe ich noch nie gesehen. Und er fliegt rückwärts in den Fangbecher. Wie krass. Das war dominant. Sie haben die Strecke in 9,38 Sekunden absolviert. Wow. Sehen wir uns die Wiederholung an. Street Wiener ist nahezu perfekt gestartet. Wenn das kein klassisches Hot Wheels-Rennen ist. Der Wagen brettert durch die Hindernisse. Hast du das gesehen? Der Wahnsinn! Das war eine starke Leistung auf der zweiten Hälfte der Strecke. Ich bin bereit für unseren letzten Showdown. Krönen wir unseren Champion! Team Clearspeeder will beweisen, dass es hier gewinnen kann. Legt los, Clearspeeder! 3, 2, 1, los! Klunk und Dagger springen und fahren in Big Rig. Aber die Crashstorm bremst ihn ab. Oh, und in den Fangbecher. Und wie viele Sekunden benötigten sie? Was? 9,26 Sekunden? Wow, was für ein Rennen. Sehen wir uns die Wiederholung an. Clearspeeder ist mega gut gestartet. Die roten Absperrungen fliegen zur Seite. Die Zusammenstöße sind einfach zu krass. Perfekt gelandet. So was Schnelles habe ich noch nie gesehen. Der Wagen donnert durch die Barrikaden. Durch solche Rennen kriege ich Lust, jeden Tag neue Strecken zu bauen. Das bedeutet, dass Team Clearspeeder der Stoßstangen-Champion ist. Wow, das war ein Hammer-Wettbewerb. Das war's für diese Episode von Labs Unlimited. Ein großes Dankeschön an unseren Streckenbauer Chaz. Chaz hat für Rennen, Zusammenstöße, Sprünge und Loopings gesorgt. Was für eine Rennstrecke würdet ihr bauen? Eurer Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Hear that?